So, wir wollen nach Deja. Das heißt, wir gucken jetzt hier, ob ein Pferd kommt. Und wenn kein Pferd kommt, fliegen wir einfach nach Norden. Zing. Ihr wollt Nö. reisen? Arm in die Bracala-Wüste wollen wir nicht. Oh, und wir wollten NPCs gucken. Einer mit einem Namen. Münzer. Räuber. Navigator. Gepäckträger. Initiierte, warte mal, die könnte interessant sein. Hallo. Körper, Seele und Geist. Nein, Initiierte ist doch nicht gut. Das sind die Klerikalen. Was eigentlich nur der Heilzauber ist. Und der Heilzauber heilt jetzt schon ziemlich gut. Also, nee. Nee. Ich will lieber Elementarmagie. Damit Luna und Talana mehr Schaden machen. So. Hier irgendwo müsste es gleich nach Deja gehen. Genau. So, gleich fliegen. Höher können wir nicht, okay. Lauf, 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 lauf. So. Restliche Stückchen müssen wir so gehen. Könnten unterwegs ein wenig buffen. So zum Beispiel. Jetzt können die uns auch nicht mehr verfluchen, die doofen Habien. Hier. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Wir hätten noch gerne das da und wir hätten noch gerne das da. Jetzt können wir rein. Wachturm Nummer 6. Hier hatten wir diese Nekromantenfrauen kurz gesehen. Das heißt, wir sollten auch wirklich zu Ende buffen. Den da noch und den aggressiven Buff von Talana, wenn sie gleich wieder kann. War schon Talana. So. Den da. Okay. Und jetzt einfach alles töten, was wir sehen. Ich würde gerne helfen. Ein anscheinend gutes Langschwert. Brauchen wir wirklich noch so ein Ja, aber 350 Gold. Wir haben 160.000. Fällt so ein kleines Ding nicht wirklich ins Gewicht? Oh, Nekromant. Okay. Säure macht schon mal Schaden. Implosion macht schon mal auch Schaden. Und das reicht eigentlich schon. Ihr seid ganz schön schnell tot. Da lohnt es sich nicht mehr, das Untote vernichten. So. Kommen hier immer wieder neue oder verstecken die sich nur? Oh, oder sie fallen runter. Ne, da oben ist nichts. Oh, die fallen hier runter. Warte mal. Aus welchem kommen wir jetzt? Ich glaube, wir kommen aus dem hier. Und was ist hier? Ein Ausgang. Nö, ich will nicht raus. Sind wir jetzt hier echt richtig? Oder fahren wir jetzt gerade wieder nach oben zum Eingang? Nein. Definitiv kein Eingang. Eine sehr exponierte Stelle. Komm, bring ein, zwei wenigstens zum. Wow, wow, Talana ist gleich kaputt. Das ist nicht schön. So, und da ist ein Knopf. Da ist der Fahrstuhl gewesen. Ha. Also, es sieht so aus, als wenn es da vier Brücken geben würde. Wir müssen jetzt gucken, welcher Fahrstuhl für den, welcher Knopf für den Fahrstuhl ist und welcher Knopf für die Brücken dann. Also du bist für den Fahrstuhl. Du machst eine Brücke. Sehr schön. Können wir uns wenigstens in eine Ecke verkriechen und werden nicht von allen Seiten beschossen. Oh, du bist ein stärkerer Lich. Du zaubern. Hast noch kein Untote vernichten. Das ist nicht so schön. Untote vernichten. Zack. 111. Ja, leider sind hier nicht nur die Liche, sondern auch die Erdelementare. Sonst könnte man die Standardzauber echt auf Untote vernichten setzen. So.
Und wie ich gerade sehe, so toll ist der Heilzauber doch nicht. Ein Drittel vielleicht. Da geht noch mehr. So, also wir... Ah, es werden immer mehr. Also wir haben jetzt die südliche Brücke aktiviert. Ich denke, das sollten wir uns merken. Sonst wird das später unübersichtlich, wo wir schon waren. So, südliche Brücke. Bisschen plündern. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und hier ist nun... Was ist das? Oh, ist das das Gewicht? Klick. Das Gewicht geht runter. Ha, das war jetzt schon der ganze Auftrag? Unser Auftrag war eigentlich, das Gewicht zu stehlen und runterzubringen, oder? War es andersrum? Einfach nur runterbringen. Gucken wir, was die Kiste. Mein Fehler. Können wir das wirklich brauchen? Glück kann verkauft werden. Gottes Heilung. Nix, nix. Okay. Gucken wir ganz kurz unseren Auftrag an. Geht zur Wachturm 6 in Deja und bringt das Gewicht im Turm von oben nach unten. Okay, es steht nichts davon, dass wir das Gewicht mitnehmen sollten oder irgendwas in der Richtung. Also okay. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder zurück und drücken den Knopf nochmal und hoffen, dass die Brücke woanders hinfährt. Das müsste der hier gewesen sein. Ich sehe da nichts. Da ist er. So. Nächste Brücke, diesmal Osten. Gut. Wir haben ihn runtergeschubst. Wir haben einen mächtigen Lichlord runtergeschubst. So, kaputt. Kaputt. Ist hier noch so ein Knopf? Nö, nur eine Kiste. Mein Fehler. Diamanten. Plus 15 auf Glück und regeneriert die Zauberpunkte mit der Zeit. Haben wir irgendeine Zauberin, die noch nicht auf Zeit regeneriert? Regeneriert Zauberpunkte pro Zeit, okay. Die hat, glaube ich, den Ring bekommen. Nee. Keine regeneriert auf Zeit Zauberpunkte. Schließen. Ah doch, da, der Helm. Der Helm ist aber echt doof. Und du hast noch keinen Gürtel, richtig? Doch, hast du mit Ausdauer. Ja doch, so schon wesentlich besser. Das heißt, den Helm können wir später ersetzen, sobald wir irgendwas finden, was ein bisschen höherstufig ist. Oh, was bist du? Können wir das wirklich brauchen? Na gut, 2000 Gold, das nehmen wir mit. So, nächstes Ding. Wir müssen wieder hier raufdrücken. Geht diesmal nach Westen. Und haben fast keine Zauberpunkte mehr. Töten. Platt. Komm schon, ey. Nochmal. Töten den da. Du töten den da. Oh, okay. Du. Den da töten. Es tut mir leid. Wir das wirklich brauchen? Nichts von Interesse. Du. Töten. Den. Jetzt sollten wir eigentlich heilen und nicht weiter töten. Du. Heil. Und den letzten Knopf drücken. Immer hier, oder? Das tut irgendwie weh. Und fehlt noch Norden? Aha, okay. Quatsch. Kaputt. Wer braucht Zauberpunkte, wenn man Knüppel hat? Schauen. Ja, gib ihm. Wir verprügeln Erdelementare mit unseren Zauberstäben und billigen Dolchen. Ziemlich billigen Dolchen.
Sollten wir auch mal ändern. Können wir das wirklich brauchen? Oh. Ups. Ups, ja, richtig. Brauchen wir wirklich noch so ein 750 ist okay, 1000, meh. Das heißt, wir sind jetzt schon fertig. Wir mussten nur die eine Brücke rüber und das Ding nach unten bringen. Ah, das ist komisch. Aber okay. Fahren wieder runter. Heilen uns ein bisschen hoch. Und gucken dann, ob unten beim Eingang das Gewicht hängt. Weil da gab es so einen Sichtschlitz für das Gewicht. Also wir müssen jetzt hier wieder hoch. Aber nicht so hoch, wie das andere runterfährt. Und hier war das irgendwo. Oder? Da geht's raus. Ja, hier ist das Gewicht. Damit müssten wir eigentlich fertig sein. Und der Auftrag war für den Meisterdieb. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt zurück dahin und geben das Ding ab. Spion, gute Arbeit. Eines Tages wird eure Sabotage an Wachturm 6 hunderte Leben retten. Für eure Dienste ernenne ich die Meisterdiebe unter euch hiermit zu Spionen und die inoffiziellen Meisterdiebe zu Spionagehelfern. Oh, ich hätte mir noch etwas Gold. Auch wenn ich das nicht wirklich nachvollziehen kann. Wir sind jetzt gewaltsam in einen Turm eingedrungen und haben einen Knopf gedrückt. Das heißt, wenn wir rausgehen, nachdem wir ganz viele von denen umgebracht haben, werden die sich wundern, hey, was haben die hier drin gemacht? Die haben doch bestimmt den Knopf gedrückt. Und werden das Ganze wieder rückgängig machen, aber... Na gut, Hauptsache wir haben unsere Stufe bekommen. Du Teleport zurückrufen nach... Dingens ist nicht mehr da. Ah, das ist nicht schön. Du teleportieren nach Dingens. So. Setzen wir gleich ein neues Leuchtfeuer. Weil ich diese 10 Meter nicht jedes Mal gehen möchte. So. Setzen. Wir haben es wirklich nicht. Nein, da. Die beste aus hervorragend. 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 So. Ein bisschen was zum Verkauf haben wir nicht wirklich viel. Kinkerlitz, den könnten wir gut verkaufen. Oh, Untot vernichten für dich. Lichtpfeil für dich. Stimmt, ich könnte noch mal ganz kurz zu der Lichtschule gehen und gucken, ob es einen zweiten Lichtpfeil gibt. Lichtpfeil da. 1 bis 4 pro Fähigkeitspunkt. Das ist aber echt nicht viel. Das sind 10 bis 40 Schadenspunkte. Schnellste Erholungszeit. Aber okay, sehr schnell zaubern. Und doppelt gegen Untote. Könnte interessant sein in der Stadt der Untoten. Also in der Nekromantenstadt. Aber ich weiß ja nicht. Na gut, trotzdem kaufen wir es für den Fall mal auch für Talana. Wenn denn neue Zauber da sind. Willkommen in der Gilde des Lichts. Lähmen. Der Zauber verhindert vorübergehend die Möglichkeit, eine Kreatur anzugreifen und sie zu bewegen. Ha. Gelähmte Kreaturen können angegriffen werden, ohne dass dadurch der Zauber gebrochen wird. Das ist ja übel. Das klingt nicht sehr nett und lichtzauberartig. Die Vertreiben kaufen wir auch nochmal. Rest haben wir, glaube ich, alles. Den kann ich nicht lernen. Wieder einer mehr. Kennt sie bereits. Ich probier's gleich mal. Wieder einer mehr. So. Wie kann ich den benutzen? Oh, und macht keinen Ärger, ja. Kinkerlitzchen. Wir würden gerne verkaufen. Das hier alles auch noch. Hast du einen Diamant? Ja. Du hast schönes... Nichts. Ich hoffe, ihr kommt mal wieder. Besondere Tränke. Genau. Verjüngung. Entfernt jede unnatürliche Alterung. Du bist gekauft. Haben wir irgendwo... Wow, Stärke, wahres Charisma. Keine Verjüngung. Schade. Aber wahres Charisma könntest du kaufen. Wahres Geschick haben wir, glaube ich, auch noch nicht in unserer Sammlung.
Also die wichtigen kommen jetzt mal da unten hin. Also Reaktion, Ausdauer. Oh, Reaktion haben wir zweimal. Stärke, Geschick, Charisma. Dich werfen wir weg, sonst vergesse ich das später und Absinth immer noch doppelt im Inventar. So. Und Verjüngung einmal für dich. Das heißt, sie ist wieder 24. Tada! Und wir können ganz häufig den Zauber sprechen. Ein Zauber, den wir übrigens für sie auch noch ganz gerne hätten, ist nur halt fraglich, ob wir ihn nochmal bekommen. Weil es gab halt nur eine Version davon und der oberste Magier hätte es einfach nur kopiert. Aber gut, wir haben noch Aufträge. Und wir finden halt das Gebein. Das suchen wir jetzt schon seit einer ganzen Weile. Wir müssen die Grubenhalle noch auseinandernehmen. Und diesmal uns nicht rein teleportieren. Akromet spielen, ja. Die Bäume wissen wir nicht wo. Das heißt, wir könnten theoretisch in der nächsten Folge doch mal die Berater ansprechen, die hier irgendwo wohnen sollten. Und gucken, was diese für Aufträge haben. Also, bis gleich.